Okay, ihr Lieben, das Thema hat sich nicht geändert bisher. Du kennst seine vielen Gesichter. Wir haben ein bisschen was schon kennengelernt. Und zunächst mal gesehen, dass eine breite Vielfalt von Phänomenen dazugehört. Über das Alltagsverständnis haben wir etwas gehört und über einen Ansatz des Buddha, analytisch an die Dinge zu gehen. Und Dukkha im Zusammenhang mit den 5 Daseinsfaktoren zu besprechen. Soweit sind wir. Ich möchte jetzt einen anderen Schnitt durch dieselbe Thematik legen und versuchen, diese große Vielfalt auf 3 Grundelemente zurückzuführen, die der Buddha jetzt nicht Dukkha, sondern Dukkata nennt. Kleine sprachliche Veränderung, aber im Kern geht es um dieselbe Sache. Das Wort Dukkha, das wir mit Leiden, Unzulänglichkeit übersetzen, meint die Vielfalt von konkret erfahrbaren Situationen. Und Dukkata weitet den Blick ein bisschen und nimmt mehrere grundsätzliche Zustände oder grundsätzliche Erscheinungsformen von Dukkha ins Auge. Und es sind 3, die 3 Dukkata. Und er gibt ja oft so eine Art Stempel, so eine Vorschau, wenn er über ein Thema spricht und fasst es begrifflich zusammen, so auch hier. Wenn er sagt, 3 Arten der Leidhaftigkeit gibt es. Welche 3? Die in körperlichem oder geistigem Leiden bestehende Leidhaftigkeit, die in den Gebilden bestehende Leidhaftigkeit, die im Wechsel bestehende Leidhaftigkeit. Das ist hinreichend kryptisch ausgedrückt, dass man sich schon Mühe geben kann und muss, sich das näher aufzuschließen. Ich fange mit dem ersten an, logischerweise Dukkha, Dukkata. Er hat das definiert, ich wiederhole es nochmal, die in körperlichem und geistigem Leiden bestehende Leidhaftigkeit. Also das ist nach unserem Sprachgebrauch heute Morgen Dukkha im engeren Sinn, wo es gleich richtig wehtut, wo es gar kein Vertun gibt, weil jeder weiß, aua, eben hat es mich irgendwo getroffen. Unangenehme Gefühle, lästige Situationen, man will da raus. Jeder von uns kennt das, jeder hat das unendliche Mal erfahren und da braucht man gar nicht groß drüber nachzudenken, was das ist. Nur für die Systematik nochmal, sollten wir uns klar machen, dass das auf 3 Ebenen stattfindet. Körperliche Ebene, die Bedrängnis, heute Morgen haben wir gesagt, Alter, Krankheit, Tod, das sind die Prototypen für körperliches Dukkha. Dann so die Kleinigkeiten, hier mal Bauchweh, da mal Kopfweh, da mal Schwindel. Heute Hunger, morgen Durst, jetzt ist es zu heiß, jetzt ist es zu kalt, ich bin zu müde, ich bin zu aufgeregt, der Körper ist zu durcheinander, was auch immer, können wir gut. Dasselbe in Grün auf der emotionalen Ebene, also wenn der Geist, wenn das Gemüt nicht so recht in Ordnung ist, wenn man traurig ist, wenn man depressiv ist, wenn man missgestimmt ist, wenn man sich nicht anerkannt fühlt, wenn man einsam ist und dieser ganze Komplex des Gemüthaften. Und natürlich auch nach unserer europäischen Aufteilung geistig, wenn man desorientiert ist, nicht so recht weiß, um was es geht, keine Ahnung hat, was man machen soll, was man lassen soll. Wenn man die Dinge nicht klar sieht, wenn man anfängt, vergesslich zu werden, über den Geist nicht mehr verfügt, nicht mehr weiß, was gestern war, was man machen wollte und all diese Phänomene. Also körperlich, geistig, emotional, wenn man unmittelbar merkt, das ist eine Situation, die tut so richtig weh, möchte. Das Interessante dabei, wir waren an der Stelle schon, das ist praktisch so eine kleine Wiederholung von heute Morgen, das Entscheidende dabei oder das Merkwürdige dabei ist, dass es viele solcher objektiven Leidenssituationen gibt, die wir als solche gar nicht wahrnehmen, wo wir gar nicht wissen, dass wir uns in einer solchen Situation befinden. Das erste Beispiel ist allgemeine Körperempfindung.
Wir haben schon mehrfach jetzt registriert, dass man das als schmerzhaft empfindet, wenn wir vom Normalzustand abweichen. Also wenn wir richtig krank sind, dann merkt man schon, oh weh, da ist was nicht in Ordnung. Ja. Wenn wir eine besonders schwere Arbeit zu machen haben, körperlich anstrengend, merken wir schon die Last des Körpers. Ja. Oder eben, wenn man in ein Stadium alter Krankheit kommt, wo der Körper noch mehr wehtut als sonst üblicherweise, da ist es klar, das ist nicht in Ordnung. Aber das ist nicht das eigentliche Thema, sondern das Thema, das ich jetzt anspreche, ist, dass Körperlichkeit an sich ein Klotz am Bein ist. Also selbst wenn aus unseren Maßstäben, normalen Maßstäben heraus alles in Ordnung ist, wir fühlen uns wohl, wir sind gesund, alles in Ordnung, ist trotzdem Körperlichkeit eine schwere Bedrängnis. Warum wissen wir das nicht? Wir wissen es deshalb nicht oder machen es uns nicht klar, weil unsere Erfahrungen auf einen sehr engen Horizont beschränkt sind. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt von Erfahrungsmöglichkeiten. Wenn es da mal besser ist, sagen wir, klasse, es tut uns alles gut. Wenn es da mal schlechter ist, dann sagen wir schlimm, aber die normale Mittelposition, wo wir sagen, naja, geht so, ist im Grunde auch eine Duka-Situation, nur nicht wahrgenommen. Allerdings muss man konstatieren, dass es Menschen gibt, und der Buddha war ein solcher, dem es möglich war, über den normalen Erfahrungshorizont hinauszukommen. Es gibt auch viele Otto-Normalverbraucher, die das können. Ich denke jetzt an Menschen, die viel meditieren, die also fähig sind, sich zu sammeln, zur Ruhe zu kommen und in Zustände zu kommen, die man vielleicht Versenkung nennt, Schauung nennt oder auch die angrenzende Sammlung, wo man auf einmal ein ganz anderes Körperempfinden hat. Wo der Körper, viele von euch kennen das und manche kennen es vielleicht, ja, wo sich der Körper ganz leicht anfühlt, wo man denkt, das ist so wie ein Hauch, wie eine Feder. Man schwebt quasi oder kommt in einen Zustand, wo der Körper überhaupt nicht mehr gespürt wird. Ja? Und erst wenn man von einem solchen Erfahrungszustand mal zurückkommt in den Normalzustand, dann merkt man erst, in welchem engen, belastenden Gefängnis man ist, dass man eigentlich eingeschnürt ist in eine grobe materielle Umwelt, die wir ich nennen, wo wir unserer eigentlichen Freiheit beraubt sind, wo wir zwar ich sagen, also im Grunde ein manifester Dukkha-Zustand, nur mangels Erfahrung als solcher gar nicht bewusst. Zweites Beispiel, und das ist noch ein bisschen schwieriger zu durchschauen. Das zweite Beispiel sind die Sinneskontakte generell. Wir sind ja angewiesen auf eine Situation des Austausches. Wir nehmen die äußere Umwelt wahr und wissen auch da nicht, dass die äußeren Sinneskontakte im Grunde schmerzliche Kontakte sind. Das hängt damit zusammen, dass wir auch da keine rechte Erfahrung haben, weil der Mensch normalerweise diese Sinneskontakte sucht und dazu auch noch sagt, das ist doch das Leben, das gehört doch zu mir, das will ich, das strebe ich geradezu an. Und die Verrücktheit, die dabei entsteht, ist die, dass wir uns wissentlich, willentlich darüber, über diese Sinneskontakte immer wieder selbst Schmerzen zufügen, aber nicht wissen, dass wir das tun. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen, das der Buddha dazu verwendet, indem er uns klar macht, dass die normale Situation der sinnlichen Wahrnehmung eine Krankheit ist. Eine Krankheit, eine psychische Krankheit ist ja etwas, was normalerweise auch wehtut. Ihr kennt das Beispiel vermutlich aus der 75. Lehrrede der mittleren Sammlung, Magandhyo heißt es. Lest den ersten Satz mal vor, damit ihr den Zusammenhang der Argumentation. Gleich wie etwa, wenn ein Aussätziger, dessen Glieder mit Geschwüren bedeckt, faulig geworden, von Würmern zerfressen,
von den Nägeln wund aufgekratzt sind. Fetzen davon herabreißend, an einer Grube voll glühender Kohlen den Leib ausdörren ließe. Also nochmal, da ist eine Aussatzkrank, hat offene Wunden, alles tut ihm weh, juckt fürchterlich und er macht in seiner Not etwas, was wir vielleicht alle machen würden. Er kratzt an seinen Wunden, er reißt Fetzen von der Haut, vom Fleisch herab, er geht an ein Feuer, um da seine Wunde zu dörren, in der Hitze sozusagen sich von diesem Schmerz zu befreien. Und subjektiv empfindet er jedes Mal eine Erleichterung. Das wissen wir ja, wenn es irgendwo juckt. Jucken ist eine Art Ducker und da kratzt man und da ist es weg und da finden wir, toll, jetzt ist der Schmerz weg. Wir haben uns von Ducker befreit. So, der nächste Schritt, den der Buddha schildert, er sagt, nun kommt ein Arzt, dem es möglich ist, diesen Aussatzkranken zu heilen. Und er hat dann keine Wunden mehr, hat keine Probleme mehr und hört dann auch auf, sich zu kratzen. Er muss weder sich von der Haut wegreißen, noch muss er seine Glieder irgendwo dörren. Er hat keine Probleme mehr, deshalb muss er auch nichts mehr dagegen tun. Ja. So, jetzt wird folgende Frage gestellt. Nein, ich muss nur ergänzen. Der weiß natürlich jetzt, sein Zustand war früher so. Ich hatte den Schmerz, musste mich jucken, musste mich kratzen und weiß jetzt, ich bin gesund, ich muss nichts mehr machen. Jetzt wird folgende Frage gestellt. Was meinst du wohl, Magandio? Ist etwa jetzt erst das Feuer schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengend und furchtbar versehrend? Oder war es schon früher schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengend und furchtbar versehrend? Dort? Jetzt eben, O Gotamo, ist das Feuer schmerzlich zu ertragen? Und auch früher war es genauso. Es war versengend und furchtbar versehrend. Jener Aussätzige freilich, dessen Glieder mit Geschwüren bedeckt, faulig geworden, von Würmern zerfressen, von den Nägeln wund aufgekratzt waren, fetzend davon herabreißend, war er sinnesverwirrt geworden, und indem er das Feuer nur schmerzlich ertrug, wähnte er, das tut wohl. Jetzt sagen wir spontan, okay, was diesen Aussätzigen da angeht, das kann man nachvollziehen. In welcher Situation er vorher war, in welcher Situation der Krankheit, was er versucht hat mit diesen Symptomen und den Schmerzen tun, damit umzugehen, das kann man auch nachvollziehen. Aber was hinter dieser Aussage steht, ist du, wir alle sind von unserer Lebenssituation her Aussätzige. Wir alle sind krank. Wir alle haben einen Körper voll offener Wunden. Das sind nämlich die Sinnestränge, die da drin sind. Und wir alle versuchen, diese Sinne jetzt nicht gerade durch physisches Kratzen zu befriedigen, sondern über unsere Sinneskontakte, über Sehen, Hören, Riechen und Schmecken. Und wenn wir etwas sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, was uns gefällt, dann sagen wir, ei, prima. Aber was faktisch geschieht, aus einer Sicht eines Buddha, der sozusagen nebendran steht und da drauf guckt, nicht mittendrin steht wie wir, wir sind ja in der Situation drin, sondern einer, der außen steht, das nur noch von früher sozusagen kennt, sagt, Leute, ihr seid alle krank und seid so verrückt, dass ihr mit einem Schmerz den anderen Schmerz vertreibt. Ich habe das einmal erlebt und da ist mir das klar geworden. Vor ein paar Jahren hatte ich mal richtige Ohrenschmerzen. Gegen Ohrenschmerzen kannst du nichts tun, irgendwie hilft kein Medikament. Und da blieb mir nichts anderes übrig, als mit dem Finger so in das Ohr zu bohren. Und das tat wunderbar wohl, ja, weil der normale Ohrschmerz war weg. Aber im Grunde war nur der eine Schmerz mit dem anderen Schmerz bekämpft. Und wenn du den Finger wieder raus hast, da war der Urschmerz wieder da. Und das ist genau die Lebenssituation, in der der normale Mensch ist. Sein Schmerz besteht in der Bedürftigkeit nach Sinneswahrnehmung. Und die befriedigt er mit einem anderen Schmerz.
indem er nämlich die Sinneskontakte hat. Und das ist etwas Unglaubliches eigentlich zu verstehen, dass das, was der normale Mensch anstrebt, die Welt zu erleben, Erfahrungen zu machen, was Schönes mitzukriegen, dass das im Kern schmerzhaft ist. Dukkha Dukkata, eine Form allerdings von Schmerzhaftigkeit, die durch lange Gewöhnung nicht mehr wahrgenommen wird. Also wenn du immer denselben Schmerz hast, sage ich mal irgendwo, irgendwann kriegst du ihn gar nicht mehr mit. Du merkst nur, wenn er stärker wird oder wenn er schwächer wird, da merkst du in dieser Abwechslung, in diesem Wechsel, merkst du, dass sich da was tut. Und diesen allgemeinen Sinnesschmerz, den kriegen wir gar nicht mit, weil wir damit schon geboren werden. Diese Art und Weise der Auseinandersetzung Ich und Welt ist so normal, dass wir uns gar nichts dabei denken. Aber eine Sache noch weiter, noch ein Schritt in dieselbe Richtung. Nicht erst dieses Kratzen tut weh, nicht erst diese Sinnesbefriedigung tut weh, sondern auch der Zustand vorher schon, wo man etwas will, wo man etwas braucht, wo man Wünsche hat, ja, wo man Sehnsüchte hat, weil auch diese innere Spannung, ich brauche das, ich will jenes, ja auch schon eine Situation von Unfrieden ist, von Dukkha ist, nur auch in unserer Erlebenssituation so lange erfahren, so lange selbstverständlich vorhanden, dass wir das gar nicht mehr registrieren, dass das als der menschliche Normalfall gilt und keiner auf die Idee kommt, das als Dukkha. Und deshalb sagt der Buddha Folgendes als Gesamteinschätzung. Ebenso nun auch Magandhya, waren die Begierden der Vergangenheit schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengt? Und werden auch die Begierden der Zukunft gar schmerzlich zu ertragen und versengend sein? Und sind auch die Begierden der Gegenwart schmerzlich zu ertragen und furchtbar versengt? Doch diese Wesen, dem Begehren hingegeben, von begehrendem Dürsten verzehrt, von begehrendem Fieber entzündet, sind sinnesverwirrt geworden. Und indem sie die Begierden nur schmerzlich ertragen, wähnen sie, das tut wohl. Das ist nichts anderes als die Beschreibung einer Verrücktheit. Wir sind in einer Lebenssituation, wo wir zu vielen Dingen auch heute ein paar Mal gesagt haben, och, das ist angenehm, das tut mir wohl, nicht wissend, dass das nur eine Variante von Dukkha ist. Und da braucht es vielleicht nicht schon einen Buddha, aber zumindest einen, der sozusagen jenseits der Karma-Welt Erfahrungen gemacht hat, um einzusehen, dass die Karma-Welt, dass die Welt der sinnlichen Begehrungen und der sinnlichen Genüsse eine Welt ist, in der es wirklich weh tut. Und all das ist zusammenfassend das, was der Buddha Dukkha Dukkata genannt hat. Also ein Zustand der Schmerzhaftigkeit, ob man das jetzt unmittelbar fühlt und wahrnimmt oder ob das subtil und unterschwellig ist, ohne dass man davon was mitkriegt. Und sagte dazu, das war schon immer so, das bleibt so und ist auch im Moment so, wenn ihr euch davon nicht emanzipiert, seid ihr in dieser Mühle drin und kommt nicht raus. Zweiter Punkt, geht noch weiter, ja. Es gibt keinen drin. Zweiter Punkt, Sankhara Dukkata. Das ist die in den Gebilden bestehende Leidhaftigkeit. Kann man vom Wort her kaum verstehen, wenn man an Gebilde denkt, meint man irgendwas, was ein Künstler geschaffen hat, was so sichtbar ist, was man irgendwie auf den Tisch stellen kann. Aber Neumann übersetzt das, was in Pali Sankhara heißt, also Aktivität, Tätigkeit, das Dynamische der Existenz, dass man etwas will, dass man etwas anstrebt, dass man auf etwas aus ist, dass man etwas unternimmt, nicht, um Entsprechendes zu erreichen, dass man was gestaltet, was Schöpferisches macht. Fragt man sich, was ist da leidvoll, ne? Sagen wir, so eine Figur zu machen, was ist da leidvoll, oder einen Garten anzulegen oder ein Haus zu bauen oder sowas.
Und auch da wird man feststellen, dass die Einschätzung dieser Frage sehr unterschiedlich ist. Der Otto-Normalverbraucher wird sagen, das ist doch wunderbar, wenn ich morgens aufstehe, da habe ich schon 10 Ideen, was ich alles machen will. Und es ist doch wunderbar, wenn ich jetzt irgendwo rumsitze, das ist doch nur tote Zeit. Ja? Und wenn Langeweile aufkommt, um Himmels Willen, dann muss man sofort was machen. Man muss irgendwas schaffen, man muss was in die Welt setzen, man muss was gründen, man muss was bauen, man muss was tun und so weiter. Also das ist so eine gängige Lebenseinstellung, wo es keine Bewegung gibt, wo nichts unternommen wird, da ist das Leben zu Ende. Allerdings merkt man es dann, wenn diese Art von Aktivität zu stark ist, ja, wenn man in Stress kommt, wenn man auf einmal merkt, oh, das ist ein bisschen zu viel, was ich da mache, dann taucht auf einmal das auf, was wirklich wieder erkennbarer Schmerz ist. Es tut weh. Und gerade in unserer heutigen Zeit, die ja sehr hektisiert ist, ja, wo es ja keinen Stillstand, keine Ruhe mehr gibt, keine Auszeit mehr gibt, da ist das mittlerweile zu einer, ja, Volkskrankheit geworden. Burnout ist ja etwas, was heute jeder als Wort kennt und viele auch als Erfahrung kennen, was als Krankheit mittlerweile schon registriert ist. Ja. Das hängt damit zusammen, dass Sankhara, also Aktivitäten, das Wirken im Denken, Reden, Handeln, auch eine Dukkha-Seite haben. Aber wenn man in der Systematik bleibt, gehört diese Form von Erfahrung eher noch in das, was ich vorhin geschildert habe, wo es ja unmittelbar wehtut. Also wer so richtig beruflichen Stress hat über ein paar Jahre, der weiß sehr genau, das tut weh, der kann das gar nicht ausblenden, da gibt es jetzt gar keine Frage. Heißt auf Deutsch, dass das Thema, um das es dem Buddha an dieser Stelle geht, erst da anfängt, wo das alles schon erledigt ist. Wo also der ganze Karma-Bereich der Auseinandersetzung der Wesen mit einer Umwelt schon erledigt ist. Wo man in einem Erfahrungsbereich ist, der jenseits des Alltagsgewusel mit Dukkha, Dukkata ist, sondern wo es um ein ganz anderes Phänomen geht. Und da führt der Erwachte noch ein Wort ein, um das Ganze zu konkretisieren. Er spricht von Injita. Injita kann man auch übersetzen mit Bewegung, aber auch mit Regung. Das habt ihr vielleicht in den Übersetzungen schon mal gelesen. Regung, Schwanken, also das Innere, sozusagen Gewühle, das da noch da ist. Und das ist das Thema, das dann anfängt, wenn manifestes Leiden schon weg ist. Da können wir schon mal einen Selbsttest machen, inwieweit wir auf so eine Fragestellung überhaupt vorbereitet sind. Ja, was soll denn dann noch überhaupt noch sein, wenn das ganze Alltagsgewusel schon hinter uns ist? Nochmal, das Thema fängt da an zu greifen, wo die Karma-Welt überschritten ist. Entweder in der Meditation, sprich in den Schauungen, in den Vertiefungen. Oder wenn man in eine brahmische Existenz hineingekommen ist, da hat man ja auch die Karma-Welt überwunden, dann halt für eine Zeit, längere Zeit. Und da stellt sich die Frage, ja, was ist denn da noch, was ist da noch Dukkha, wenn der ganze menschliche Klumpatsch weg ist? Was ist da noch Dukkha? Da muss man wirklich erst mal schlucken, wenn man das zur Kenntnis nimmt, was der Erwachte immer noch unter Leidhaftigkeit versteht. Und ich schildere jetzt die paar Positionen im Zusammenhang mit den meditativen Vertiefungen. Da heißt es, da weilt ein Mönch gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend gedenkender, ruhegeborenen, seligen Verzückung in der Weihe der ersten Schauung. Das aber nenne ich der Regung unterworfen. Und was ist da der Regung unterworfen? Was eben dabei Sinnen und Gedenken ist, das ist Regung. Dass wir uns das nochmal klar machen. Da ist einer in einer inneren Verfassung, meditativen Verfassung,
von der es heißt, es ist eine selige Verzückung. Jeder Mensch wünscht sich so eine Erfahrung, weil das sozusagen himmelhoch über dem ist, wo wir momentan sind. Und da sagt der Buddha, halt, 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 nicht, dass ihr denkt, das ist es schon. Das ist noch Dukkha. Warum? Weil da noch Regung ist. Ja, welche Regung ist? Ja, da wird noch gedacht. Wir denken den ganzen Tag, wenn der Wecker klingelt, geht das Gerassel los. Wenn wir uns abends hinlegen, das sind, weiß ich, 12, 14, 16 Stunden rum, da rasselt er das die ganze Zeit und wenn wir im Bett sind, wühlt das immer noch. Und hier ist eine meditativen Versinkung in einem ganz, ganz feinen Denken, was da noch übrig geblieben ist. Und da sagt der Wachte, Leute, das ist noch Dukkha, weil da noch Regung ist, da ist noch kein Frieden, da ist noch keine Stille da. Aber weiter. Da gewinnt ein Mönch nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens die innere Meeresstille. Einheit des Geistes. Die von Sinnen, von Gedenken freie, in der Schauung geborene seelische Verzückung, die Weihe der zweiten Schau. Auch das nenne ich der Regung unterworfen. Und was ist da der Regung unterworfen? Was da eben dabei als selige Verzückung nicht ausgerodet ist, das gilt hier als Regung, Schrägstrich Dukkha. Eine verrückte Situation aus unserer Situation. Da ist jemand in einem Zustand, der von zwei Gefühlsqualitäten geprägt ist. Entzücken, innerer Jubel, Hochgefühl und ein Gefühl körperlich empfundene Seligkeit. Also wovon der normale Mensch träumt, wo er an Weihnachten mal so eine Ahnung hat. Ja? Oder wenn er in der Kirche sitzt und da ist man besonders weihevoll, empfindet man mal so eine Richtung, man fühlt sich innerlich gehoben oder jubelnd, wie auch immer. Und da wird gesagt, ja, 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 schön, gut, aber da ist immer noch Bewegung, da ist immer noch Gewühle, da tobt es noch quasi. Und was tobt da? Ja, das Gefühl, das angenehme Gefühl. Und spätestens da fängt so mancher an, irgendwie den Kopf zu schütteln und sagt, das, was jeder will, da kommt der Buddha und hält die rote Karte hin oder die gelbe Karte zumindest und sagt, nee, 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 wir sind noch lange nicht da. Weiter geht's. Da verweilt ein Mönch in heiterer Ruhe, gleichmütig, achtsam, klar bewusst, ein Glück empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen, glückselig weil der Gleichmütige, der Achtsame. So erwirkt er die Weihe der dritten Schau. Das nenne ich der Regung unterworfen. Und was ist da der Regung unterworfen? Was da eben dabei als seelischer Gleichmut nicht ausgerodet ist, das gilt hier als Regung. So, hier wird gesagt, dass selbst ein seliges, ganz stilles Empfinden noch ein Störfaktor ist. Wie vorher der innere Jubel, das ist ja nun starke Emotion, ein Störfaktor ist, hier wird gesagt, selbst ein feines, stilles, zartes Gefühl der Seligkeit ist immer noch ein Schleier, immer noch eine Störung vor dem oder zu dem, was eigentlich anzustreben ist, die absolute Ruhe. Und die Konsequenz ergibt sich dann in der vierten Schau, also in der vierten Vertiefungsebene. Da erwirkt ein Mönch nach Verwerfen der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns, die Weihe der leidlosen, freudlosen, gleichmütig einsichtigen, vollkommenen Ruhe, die vierte Schau. Und das nenne ich keine Regung unterworfen. Da steckt im Grunde eine Revolution drin. Weil der normale Mensch hat etwas gegen unangenehme Gefühle. Es gibt niemanden, der etwas an unangenehmen Gefühlen findet.
will jeder weghaben. Sind sich alle einig. Und alle wollen das angenehme Gefühl. Je mehr, umso besser. Und hier wird gesagt, ein angenehmes Gefühl ist eine Form von Dukkha. Das ist eine Störung, ist ein Störfaktor, der den wahren tiefen Frieden unmöglich macht. Und Frieden, sprich das Ende von Sankara Dukkata, ist erst dort, wo erhabener Gleichmut herrscht. Gleichmut heißt ja, weder angenehmes Gefühl noch unangenehmes Gefühl, sondern einfach nur Ruhe und Stille. Wie gesagt, das wird erfahren, entweder wenn man in den meditativen Techniken fit ist, dann kann man das als Mensch erleben und sehen, jawohl, das gibt es, ich kann das erfahren und erleben. Oder wenn man darin wirklich ausgereift ist, ein brahmisches Wesen hier schon geworden ist, wird man nach dem Tode in dieser brahmischen Existenz auftauchen und das sozusagen als seine neue Existenz haben. Nur dann ist das möglich. Und hier sieht man den Unterschied zwischen Dukkha und Dukkata. Dukkha ist das, was gleich wehtut, und Dukkata ist ein Zustand, der nicht unmittelbar schmerzvoll ist, aber trotzdem unvollkommen, weil der tiefe Frieden, die tiefe Befreiung noch nicht da ist. Aus unserer Froschperspektive sind die geschilderten Erfahrungen hier himmelhoch, sozusagen ein Nonplusultra im Vergleich zu dem, wo wir uns hier befinden, was wir hier durchmachen. Aber von oben her gesehen, von einem Buddha her gesehen, ist das alles eben immer noch zweite Wahl. Besser als gar nichts, aber immer noch nicht das, was anzustreben ist, immer noch nicht das, wo man sagen kann, so hier ist Dukkha zu Ende. Und jetzt kommt das Allerschlimmste, Allerekelhafteste, die Parinama Dukkata, die im Wechsel bestehende Leidhaftigkeit, heißt es in unserer Übersetzung, weil das auf mal die drei Erscheinungsweisen in unserer Erfahrung hinweist: Entstehen, Vergehen und Wandlung. Drei Merkmale des Gestalteten gibt es. Welche drei? Ein Entstehen zeigt sich, ein Vergehen zeigt sich und eine Veränderung des Bestehenden. Wir gehen dummerweise und leichtfertigerweise immer vom Sein der Dinge aus. Die Dinge sind. Die Lampe ist. Wir hocken hier. Und das ist schon ein Irrtum. Weil jede Erfahrung, die wir machen, genau diese drei Phasen hat, diese drei Eigenschaften hat. Ein Anfang, ein Ende und eine Mitte dazwischen. Beispiele gibt es genug. Dieser Körper, der war ja schon Gegenstand von Betrachtung, der wird geboren, stirbt, mittendrin kriegt er Runzeln. Ja. Wir treten in das Dasein, werden aussortiert und zwischendrin werden wir alt. Auto wird gebaut, wird verschrottet und mittendrin kriegt es Kratzer. Ja, so läuft vom Band. Wird an den Händler gegeben und zwischendrin benutzen wir es und merken nicht, wie es langsam kaputt geht. Zwischenmenschlichen Beziehungen so. Man lernt sich kennen und heiratet, entscheidet sich oder lässt sich scheiden und mittendrin entfremdet man sich. Oder selbst wenn es gut geht, eine Beziehung kommt zustande, man kommt näher zusammen im Laufe der Zeit, aber irgendwann hört es auf. Entweder der eine geht, der andere stirbt, also irgendwas ist zu Ende. Mit unserem Seminar ist es nicht anders. Gestern haben wir gesagt, guten Tag, hat das Seminar begonnen. Morgen sagen wir auf Wiedersehen und zwischendrin läuft das Programm ab. Also wo immer man hinguckt, es fängt was an, es hört was auf und zwischendrin halt die Prozesse der Veränderung. Das Dhamma-Stichwort dazu kennen wir. Das heißt Anicca. Mit A fängt es an und A hört es auf. Anicca.
Wandelbarkeit, Vergänglichkeit, man kann nichts festhalten. Es taucht etwas auf, aber es bleibt nicht und es bleibt nicht so, wie wir es gern hätten. Uns interessiert dabei der Aspekt von Dukkha. Also was hat das mit Leidhaftigkeit zu tun? Und da muss man natürlich unterscheiden. Wenn ich jetzt Halsweh habe, da bin ich froh, dass es Anicca gibt, weil spätestens in 14 Tagen ist Halsweh weg. Ja? Oder wenn ich im Krankenhaus liege, dann ist das Ende des Aufenthalts, also Wandelbarkeit, nicht Anicca im engen, also Anicca ja, aber nicht Dukkha im engen Sinne. Wohl aber da, wo uns die Dinge angenehm und wertvoll sind, weil da tut es dann wirklich weh, wenn die Dinge wieder aufhören. Und das ist der bedenkliche Knackpunkt, dass alles Wohltuende, egal auf welcher Ebene, alles Wohltuende irgendwann aufhört. Schönheit verwandelt sich in Hässlichkeit und das Brauchbare verwandelt sich in Unbrauchbares. Das Neue verwandelt sich in Altes, was man heute nimmt, wirft man morgen weg. Das Prinzip ist allgemein gültig. Du findest beim Gestalteten dazu keine Ausnahme. Allerdings ist die Art und Weise, wie wir diese Vergänglichkeit wahrnehmen, sehr unterschiedlich. Also wie sie uns manifestiert, weil das schöne Mittagessen ist in 2 Minuten oder in 5 Minuten weg. Also da zeigt sich die Vergänglichkeit relativ bald. Die Flitterwochen sind, glaube ich, ja, nach 14 Tagen weg. Ja. Materieller Besitz, ja, kann bis zum Ende des Lebens unter Umständen dauern. Den Körper hat man auch mit seinen Wandlungen, aber man hat ihn, bis er irgendwann mal zerfällt. Und selbst die seligen Zustände eines Brahma, der in den höheren Daseinssphären sich zeigt, nicht? Auch das ist spätestens nach ein paar Weltzeitaltern zu Ende. Also was man immer auch anschaut, alles hat dieses Phänomen, dass es wehtut, weil es unter den Händen uns zerrisselt. Und das dummerweise, ja, dieser Aspekt ist der weitestgehende Dukkha-Aspekt überhaupt. Dieses manifeste Leiden, es tut mir weh, spürt man nicht immer. Manchmal ist es im Hintergrund. Bei den Devas ist es sowieso schon ein bisschen reduziert, diese Art von Belastung. Also Dukkha-Dukkata ist nicht immer, bei den Brahmas zum Beispiel gar nicht. Dann diese Art von Belastung, von Bedrängnis, immer dieses Wollen, das Denken, das Vorantreiben, ist auch bei manchen Wesen nicht vorhanden, auch bei den höheren Brahmas. Da ist Seligkeit, da ist Ruhe, da bleibt sozusagen nichts übrig an Wunsch. Aber diese Art von Dukkata, Viparinama Dukkata, ist etwas, was du nie wegkriegst. Das ist die tiefste Geschichte an der Existenz, wo es keinen Aspekt. So, und da gibt es ja manche Religionen, die das Gegenteil behaupten, die dann sagen, ja, das Irdische, das Jammertal, das wissen wir ja, das taucht nichts, aber da oben links, rechts, na, da gibt es eine Sphäre, wo man immer zu Hause ist, wo es immer schön ist, wo man immer jubelt auf der Wolke sitzt und nichts auszusetzen hat. Und ich denke, das ist wirklich so, dass der Buddha oder ein Buddha das einzige Wesen ist, das Dukkha in seiner ganzen Tiefe durchschaut. Und zwar auf der Ebene, bei der wir gerade sind, auf der Ebene der Wandelbarkeit und Vergänglichkeit. Auch ein Buddha sagt, dass es, wie ich schon erwähnt habe, sozusagen Dukkha-arme Zeiten oder Dukkha-ärme Zeiten gibt, aber nie eine Daseinsform, nie ein Ort, ein Erlebnisort, wo Dukkha vollkommen weg wäre, nämlich die Vergangenheit. Komm noch mal kurz auf das Thema zu sprechen, wann und wer nimmt das denn wahr? Denn es ist schon eine Frage, ob das, was ein Buddha lehrt, ob man das auch unmittelbar erkennen kann. Und da sind wir im menschlichen Lebenszusammenhang noch relativ gut dran, weil da diese Wandelbarkeit relativ einfach zu erkennen ist. Also diese Tasse fällt mir vielleicht in 5 Minuten runter und ist kaputt.
Dann schlägt ein Blitz draußen ein, der Baum fällt um und vielleicht ist schon einer ins Auto reingefahren, hat eine Delle reingebracht und wir sehen nicht mehr so aus wie vor 10 Jahren. Also das kann man relativ leicht erkennen. Auch wenn das bei den höheren Devas schon ein bisschen anders aussieht, also in den Sinnesbereichen, menschennahen Sinnesbereichen, da haben mir die Devas manchmal den Eindruck, ja, wir sind doch ewig. Und wenn dann Buddha auftaucht und sagt, Leute, auch dieses Dasein wird irgendwann mal vorbei sein, auch wenn es lang dauert, dann sind die erschüttert. Heißt, dass wir in gewissem Sinne privilegiert sind, weil unsere Erkenntnisfähigkeit es möglich macht, diese Vergänglichkeit auch zu erkennen und uns nicht in eine Situation hineinzubegeben, wo wir haben das alles nicht erfahren. Klammeranmerkung nochmal. Wir erkennen leichter, wenn da draußen irgendwas kaputt geht und haben so das Empfinden, ja, das ist alles vergänglich. Aber haben seltsamerweise gleichzeitig das Empfinden, das da bleibt. Weil das ist ja das Verrückte unseres Lebens. Wir sehen draußen alles kaputt gehen und aber immer noch das Empfinden, ah, mich gibt es ja noch. Ja? Die Oma ist gestorben, der Opa ist gestorben, der zweitbeste Freund ist gestorben, alle möglichen Leute sind schon gestorben, haben Vergänglichkeit manifestiert, aber ich bin nur noch da. Unsere Alltagserfahrung bestätigt immer den Irrtum, es gibt eine Ausnahme mindestens und das bist du. Ja, alle anderen, okay, die sind leider davon betroffen, aber du bist nicht betroffen, du siehst es doch, dass es so ist. Und wenn es dann noch so Ideologien gibt, die ja auch in Menschen, in manchen Weltanschauungen vorhanden sind, da ist was Ewiges im Menschen und das Seelenfünklein und die ewige Seele und was nicht alles, dann wird dieser Irrglaube, es gäbe etwas, was Viparinama Dukkata übersteht, wenn nicht davon betroffen ist, dann wird dieser Irrglaube immer wieder neu befeuert. Ganz schlimm ist das bei den Brahmas, ja, also bei den Wesen, von denen der Buddha sagt, dass sie über Weltzeitalter hinaus existieren, gemessen an unserem Zeitbegriff. Die sehen auch nur das Ameisengewimmel, wenn sie überhaupt da hingucken, bei Menschen oder sonst wo. Die haben ihre eigene Geburt längst vergessen. Und die behaupten, was unser Brahma Bhago behauptet. Der Buddha hat den nämlich mal besucht. Da sah mich der Brahma Bhago von ferne kommen und nachdem er mich gesehen, sprach er zu mir: Heil, o Würdiger, willkommen, Würdiger. Lange schon habe ich die Hoffnung gehegt, der Würdige werde einmal hierher kommen. Denn hier, Würdiger, hier ist das Ewige. Hier ist das Beharrende, Immerwährende, hier ist Unauflösbarkeit und Unvergänglichkeit. Hier herrscht kein Geborenwerden und Altern, kein Sterben und Vergehen und Wiedererscheinen und eine andere, höhere Freiheit als diese gibt es nicht. Klammer, das ist die Katastrophe. Hierauf erwiderte ich dem Brahma Bhako: Verblendet wahrlich ist der liebe Brahma Bhako, verblendet wahrlich ist der liebe Brahma Bhako. Aber dem hat es nicht geholfen, dass der Buddha sagt, auch du wirst irgendwann mal hier die Flatter machen und wieder verschwinden, auch du. Nein, 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 Junge, da irrst du dich, Mönchlein, hat er nämlich zu dem Buddha gesagt. Wer weiß, was aus dem Jungen geworden ist. Später einmal hat er dann doch zu dem Buddha gesagt, ja, ich hab's eingesehen, ist doch anders. Ja, also der ist sozusagen nochmal davon gekommen, weil er eine Belehrung hatte von jemandem, der von außen das Ganze gesehen hat. Aber die Brahmas unter sich, die klopfen sich alle nur auf die Schulter und sagen, wir haben es doch gut getroffen, hier gibt es keine Vergänglichkeit. Überspringe ich mal was. Ich komme zu einer kurzen Zusammenfassung. Resümee. Samsaro, das ist so meine persönliche Zusammenfassung. Im Samsara gibt es keine dukkha-freie Zone. Das ist sozusagen die Quintessenz dessen, was ich bisher gesagt habe. Allerdings sind die Erscheinungsformen und die Erscheinungsweisen von Dukkha sehr unterschiedlich verteilt.
Wenn man die verschiedenen Existenzebenen sich anschaut, wird man auch sehen, dass da verschiedene Formen von Dukkata, über die reden wir jetzt, auftauchen. Fangen wir in der Karma-Welt an, bei den Karma-Wesen, zu denen wir ja gehören. Das ist dummerweise die unglücklichste Lebensform, die es überhaupt gibt. Muss man schlicht und einfach so sagen. Warum? Weil in dieser Existenzform alle drei Dukkha-Formen da sind. Man hat genug, wo es gleich wehtut. Man hat immer etwas zu tun, ist immer am Ball, muss immer irgendwas machen. Die Dinge sind nie so, wie man sie braucht. Man muss sie immer neu gestalten, immer umbauen. Es ist nie da, wo man hin will. Man hat nie seine Ruhe, ist nie am Ziel, sondern ist immer in Bewegung. Samsara. Äußerlich, körperlich, aber vor allen Dingen auch im Kopf. Und das Dritte, wenn es mal schön ist, wenn es mal angenehm ist, hört es auf. Kommen wir zu den Brahma-Wesen. Die haben eine Sache schon los. Das ist manifeste Dukkha. Sie haben keine körperlichen Schmerzen, keine geistigen Schmerzen, aber sie haben zwei Dukkha-Formen immer noch. Sie wollen immer noch was, sie streben immer noch was an, sie sind noch in geistigen, in gedanklichen Prozessen verhaftet und ihr Dasein wird irgendwann enden. Hört auf. Bleibt übrig die Ausnahmeerscheinung in der Existenz überhaupt, die Arupa-Wesen, also die Wesen, die jenseits der Form existieren, für uns keine Vorstellung. Ja, die haben zwei Dinge nicht mehr. Sie haben keine Körperlichkeit selbst und da kann auch nichts groß mit sein. Sie haben auch keine äußeren Formen, keine Weltwahrnehmung, wo irgendwas schief geht. Also dieser ganze Rupa-Bereich ist weg. Sie haben auch fast keine geistige Tätigkeit mehr. Da ist Stille, da ist wirklich Ruhe, da ist Erhabenheit, da ist vollkommene Souveränität, also eine Situation, wie man sich eigentlich nicht besser wünschen könnte. Die haben nur einen winzigen kleinen Fehler. Sie können da nicht bleiben. Sie sacken irgendwann ab und sind wieder irgendwann Menschen oder noch was unterhalb des Menschentums möglich ist. Und der letzte Satz, ich habe eben von Karma-Wesen gesprochen. Man könnte das ja auch konkretisieren und sagen, wie sieht es denn bezogen auf den Menschen aus? Ja, genauso miserabel. Weil im Menschentum alle diese drei Dukkha-Formen da sind. Dukkha, Dukkata, Aua. Sankhara, Dukkata, ich will. Und Vipanama, Dukkha, es hört wieder auf. So viel dazu.